Hier, den mal an, Jackie. Datensplitter. Nimm ihn. Nimm ihn. Nimm ihn in den Mund. Was meinst du? Das wird nicht billig und braucht einen guten Plan. Keine Spuren, nur harte Eddies. Ich hab das Geld. Ist ein Job für eine Crew. Ein Techie, vielleicht auch zwei. Runner mit Gold im Schädel. Fahrer mit richtig schneller Karre. Und natürlich ein Solo. Mhm, genau der fehlt mir. Und dafür brauchst du mich. Ich soll die Frau für dich kalt machen. Heikle Sache, ich weiß. Deshalb brauche ich jemanden, dem ich vertraue. Ich glaube, die kennen sich schon ein bisschen. Das ist keine heikle Sache, Hermana. Das ist ein Auftragsmord. Ganz einfach. Du weißt doch, wie Arasaka arbeitet. Okay, vielleicht auch nicht. Das ist kein simpler Gefallen, den ich einfach so ablehnen kann. Aber ich und das solltest du auch tun. Und jetzt betrinken wir uns und reden übers Leben. Gracias, Mamita. Doppelter Tequila mit Grenadin und Limettensaft. Das Beste gegen blanke Nerven. Auf das hier. Soll das ein Toast sein? Was bedeutet das überhaupt? Du hebst das Glas auf deine Mama, deine Hermana, auf die Mamacita an der Bar. Ja. Nicht das hier. Das bedeutet doch nichts. Auf das hier. Dieser Job und all der Konzernscheiß. Weißt du, was das ist? Un pacto con el diablo. Sag ich schon immer, deine Seele gehört den Arasaka-Teufel. Heute wollen sie, dass du jemanden umnietest. Und morgen lassen sie dich abknallen. Du glaubst, ich habe eine Wahl? Wenn ich mich weigere, nehmen die mir alles. Lass sie doch. Dann haben sie dich endlich nicht mehr bei den Eiern. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich lasse nicht jeden an mein Gehänge. Schon gar keine von Saburos Matones. Irgendwann schaffe ich den Absprung. Aber vorerst bleib ich wohl greifbar. Das wirst du immer sein. Immer. Hey, was wird das? Gibt's ein Problem? Wie? Ist das korrekt? Hat Jenkins euch geschickt? Ich glaube, wir kennen uns nicht. Korrekt. Aber wir kennen dich sehr gut. Jenkins hat dir heute etwas aufgetragen und du wirst uns alles darüber sagen. Wie war Name und Abteilung? Habe ich beim ersten Mal nicht richtig verstanden. Was? Na, wie geht's uns so? Jeglicher Zugriff auf Konzernnetzwerke ist hiermit ungültig. In 2 Minuten hört jegliche Konzernkybernetik in deinem Besitz auf zu funktionieren. Händige uns die Daten von Jenkins aus. Damit ist der Kündigungsprozess abgeschlossen. Wie zum Henker? Ja, aber wie haben die das rausgefunden? Das hat dich nicht zu interessieren. Ich hab noch gar nichts gemacht. Die Daten, sofort! Ich hab noch geplant. Ich kann mich für etwas festnehmen, was ich gerade geplant habe. Sind auf dem Splitter. Gute Entscheidung. Hätte ich da warten können und ihnen den dann nicht geben? War's das? Mit den Formalitäten ja. Aber ich glaube, Abernathy würde uns mehr zahlen, wenn wir dich ganz loswerden. Aufstehen! Du kommst mit uns mit! Komm schon los! Ja, ja, ich bitte. Ich glaube, ihr habt vergessen, wie weit ihr von zu Hause weg seid. Die Gegend ist nicht so euer Stil, oder? Das könnte ungesund für euch sein. Na klar, und wo? Wenn ihr schießt, schießen wir vielleicht auch. Und ehe wir uns versehen, ist vielleicht einer tot. Wir haben, was wir wollten. Das reicht fürs Erste. Krieg deine Mutter. Jackie, besser, Mann. Oh, das war knapp. Hijo de la chingada. Wie? Alles klar? Wie fühlst du dich? Volle Marsch. Richtig.
Scheiße. Mein Hals ist wie Sandpapier. Ich kann kaum atmen. Wie als mein kleiner Primito auf Entzug war. Schüttelfrost, zittrige Hände, kalter Schweiß und Keuchhusten. Ja, so in etwa. Hey, hey, soll ich dich zu einem Ripper bringen? Oder ist vielleicht Traumateam schon unterwegs? Kein TT mehr für mich, Jack. Genau wie keine Biocam-Steuerung, keine Konzernwohnung und kein Bankkonto. Alles weg. Jesus, die Wichser sind schnell. Aber du fühlst dich okay? Ich meine. Ah, gib mir eine Minute. Bin gleich soweit. Das war's, Jack. Mein Leben ist weg. Alles dahin. Ich würde sagen, du hast es wieder. Du konntest nicht Nein zu ihnen sagen. Also haben sie es getan. Das wird dir gut tun. Du wirst sehen. Außerdem ist nicht alles weg. Du willst sagen, ich habe noch einen Freund? Das ist nett. Kann Jackie nicht böse sein? Nein, Dumpfbacke. Du hast immer noch die Kohle für den Job, oder? Ein schöner Batzen Kohle. Perfekt für einen hübsch gepolsterten Neuanfang. Ich krieg eine halbe Cyberverse, ne? Genau, Chica. Jetzt geht's erst los. Hey, hörst du mich? Du siehst nicht gut aus. Ich hab Tinnitus. Wie? Hey, Hermana. Dein neues Leben beginnt genau jetzt. Hallo, Night City! Stanley hier und vor uns liegt ein neuer Tag in der Stadt der Träume. Ich liebe diese Stadt, liebe sie so, wie man eine Mutter würde, die einen irgendwann mal vor einem Kinderheim ausgesetzt hat und einen jetzt um eine Kippe anbettelt. Jeden Tag gibt es hier 100 Neuankömmlinge, aber nur die Hälfte dieser Deppen überlebt das erste Jahr in einem guten Jahr. Und warum kommen diese Leute nach NC? Weil sie Straßensamurais wie Morgan Blackhand und Wayland Boa Boa sein wollen. Je größer das Risiko, desto größer die Belohnung, heißt es zumindest. Aber man kann natürlich ganz vorne dabei sein. Je schneller du lebst, desto schneller bist du am Ende. Wenn du nicht schon vorher eine Kugel abkriegst. Dann boxen wir uns die ganze Zeit mit so dicken Jungs. Philipp, Junge. Was geht? Wisst ihr, wo man die meisten Night City-Legenden findet? Auf dem Friedhof. Glücklicherweise ist es egal, woher du kommst, wo du anfängst. Es geht nur darum, welchen Weg du gehst. In Night City. Der Stadt der Macher. Träume. Jani, Macher. Ich hab Info jetzt auch was. Also das erste Info, ne? Vitussi muss irgendwo in diesem Gebäude sein. Hier wimmelt's bestimmt von den Pendejos, die sie entführt haben. Augen und Ohren auf, okay? Da fällt mir ein, ich hab da was für dich. Militech Trainingssplitter. Ich glaube, das Tutorial brauchen wir nicht. Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Militech? Jack, das ist streng geheime Militärtech. Wie bist du da rangekommen? Nur suchen wir nach dem Bein los, bis sie hat's ein bisschen Spaß, aufgepeppt. Philipp. Ich sag nur eins, ja? Attack on Titan ist mit. No, war nur nicht ihr Style. Wirst sehen, was ich meine. Ja, nee, Digga, wie gesagt, den Support kannst du halt wirklich nicht mehr ernst nehmen. Standard Antworten auf verschiedene Fragen. Das ist halt die größte Frechheit. Und? Und mir am Wochenende 2K wegen Black Friday. Oh, besser nicht, Philipp, ehrlich. Jetzt nicht, Jack. Keine Zeit. Vielleicht später. Jani, hast du Attack on Titan geguckt? Manana, manana. Warte kurz. Hat Wakako dir irgendwelche Tipps für den Job verraten? Ich bin nicht deine Mutter. Mach, wofür ich dich bezahle. Der Job ist leicht. Ziehen wir es durch.
Ihr seid gar kein Geld mehr. Jackie, ich muss kurz die... ja, ich kann scannen. Scannen ultra wichtig, Bruder. Nicht daran, ob du jetzt hier irgendwas sehen willst, was es ist oder so. Das manchmal auch. Der erste Wagen verließ im Jahr 2023 die Fabrik, berüchtigt für die niedrige Qualität. Ja, okay. 3 Tonnen wiegt er. Aber Sachen, die ich aufheben kann, werden hier hervorgehoben. Deswegen. Jetzt muss ich aus der ersten Folge den ganzen Talk über fucking Attack on Titan rausschneiden. Jackie, warte. Was wir jetzt als erstes mal machen müssen. Einen neuen Spielstand. So. Die Rettungsaktion. Folge. Jackie, jetzt guck mal rein. Theoretisch können wir auch komplett auf Schwitzer-Modus gehen. Und uns dann jedes Mal auch noch durchlesen, was hier abgeht. Folge Jackie Waka Okada hat einen Job für uns. Sie hat ein SOS von einer ihrer Kundinnen erhalten, Sandra Dorset. Scheinbar wurde sie von Scavs entführt. Scavs sind auch eine Gang, aber das ist die Gang, die halt zu nichts dazugehört. Das sind einfach irgendwelche Penner, die sich zusammengeschlossen haben. So sehe ich die gerade. Ich sehe Neon und Axel auch schon immer mal in 2K. Na gut, ich glaube, ich bin der Einzige, der gerade wirklich nicht mehr grindet, ne? Aber ich habe Lies of Pi fast fertig. Wenn ich das raus runterschmeiße, dann... kann ich mir auch wieder 2K runterladen. Und dann würde ich auch vielleicht auch selber ein bisschen grinden. Aber lieber erstmal Hall of Fame, Karriere spielen und da ein bisschen Spaß haben, weißt du? Und dann, wenn ich da dann gut bin, dann wieder ein paar kommen. Die Wichser haben die schlechte Angewohnheit, Leute aufzuschlitzen und ihre Implantate auf den Schwarzmarkt zu verticken. Genau deswegen. Penner einfach, ne? Ich würde sagen, wir sollten ihnen einen Besuch abstatten. Was meinst du, Chica? Ein stolzer Sohn Haywoods und einer noch viel stolzerer Sohn von Mama Wales. Jackie ist stur wie ein Esel. Wenn er etwas haben will, wird er nicht nachgeben. Nicht den Mund halten, bis er es auch erreicht hat und Jackie wollte schon immer hoch hinaus, vielleicht zu hoch. Als Teenager trat er dem Valentinos bei, aber ihm ist klar geworden, dass er Potenzial zu mehr hatte. Verließ er die Gang. Jahrelang müht er sich mit undankbaren Söldnerarbeit ab, denn man braucht mehr als nur Eier und Entschlossenheit, um bei den ganzen Großen mitzuspielen. Man braucht Street Cred. Jackies Lebensziel war schon immer, eine richtige Afterlife-Legende zu werden und auf dem Weg dorthin Fett Eddies zu verdienen. Du hast Zuke schon wieder deinstalliert? Ey, jedes Mal. Jedes Mal, Bruder. Weißt du, was funny wäre, wenn ich weiblich wäre und deswegen Johnny Silverhand auch weiblich. Das wäre krass. Aber wer sollte das dann spielen? Halle Berry. Oder Jessica Alba. Sandra Dorset. Ihr Biomon ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Entführung. Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir, Buck, wir. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team. Charmant. Ja, ich schwöre ja die. Beruhigt euch, alle beide. Wir sind fast da. Ja, Buck. Konzentrier dich. Habe ich Waffen? Nur eine Handfeuerwaffe? Ich habe eine Shotgun. Digga, wie sehe ich denn aus? Ja, geht klar. Das ist die gleiche Shotgun, die ich bei den anderen benutze. Wir werden später mitnehmen, ne? Apartment 1237. Können wir die anderen Apartments sehen? Sie müsste drin sein, aber ich sehe ihren Biomon nicht. Du das? Hoffe, wir sind nicht zu spät. Ich hasse diesen auf Leben und Tod Scheiß. Versuch die Tür zu hacken. Kannst du das Schloss umgehen, weh? Ja, ich bin Hacker jetzt, ne? Ist kein Splitter. Chimmer. Ja, die haben Nachricht. Fischfleisch. Vergessen nicht, du bist so gut wie tot. Wenn ich hier noch einmal einen deiner Leute sehe, droht ihm Schlimmeres als ein verstauchter Kiefer. Das ist keine leere Drohung. Versucht es nur, ihr Wichser. Von deinem Lieblingsran an Gomp. Gute Pack ist Gomp. Scheiße. Sind wir
zu spät. Ich sehe das wie Gilbert. Sandra Dorsett ist geschützt gemäß Echelon 2 Konzernimmunität. Die ist richtig wichtig. Die hier hat nur Zetatec Repos vom Schwarzmarkt. Typische Gossenarbeit. Sie also nicht. Suchen wir weiter. Puh, die Musik ist besser als im Club. Digga, was ist denn? Warum denn eine Inderin? Oh, wir sind wieder da. Notfälle auf Abruf. Wie konnte das passieren? Und wann und warum haben wir die Gesellschaft entschieden? Hä? Wann und warum haben wir als Gesellschaft entschieden, dass das menschliche Leben eine Ware ist? Ein Luxusartikel. Meine Mutter starb mit 45 Jahren. Sie hatte noch Jahrzehnte vor sich, als ihr Leben einfach von einer simplen Lungenentzündung beendet wurde. Hätte sie nur die billigste Traumateamversicherung gehabt, hätte man sie innerhalb einer Stunde gerettet. Aber sie konnte sich keine leisten. Meine Mutter starb 5 Monate vor ihrem Termin bei unserem Hausarzt. Das Konzept der Privatgesundheitsversorgung ist tief in unsere Gesellschaft verwurzelt. Ach du Scheiße. Bereits im Jahr 2020 bestand weitgehend der Einigkeit, dass 500 Euro Dollar pro Monat ein fairer Preis für Traumateamversicherung ist. Gesundheit war schon damals nichts, was man einfach erhielt, sondern etwas, das man verdienen musste. Das private System mag nicht perfekt sein, aber es gibt ja Alternativen, dachten wir. Bullshit. Überqueren wir doch einfach den Pazifik und werfen einen Blick auf die UdSSR. Sind wir in Amerika? Wo es ebenso hochspezialisierte medizinisches Personal, nanochirurgische Präzisionsgeräte, spezielle Antikörper, intravenöse Sonden und unzähliges mehr gibt. Notfall-Lufteinheiten mit modernen AVs, die mit Kryokammern ausgerüstet sind. Haben die auch. Also liegt der Unterschied darin, dass sich Leute nicht auf den Straßen läden und ihren Zuhause zum Sterben liegen lassen. Zwingen niemanden dazu, dass ja das eigene Leben bei Konzernen zu kaufen, als würde es denen gehören. Ein gutes Gesundheitswesen ist keine unerreichbare Utopie, es ist Realität. Auf anderer Seite steht Traumateam, das seine Versicherten sowohl als potenziellen Patienten als auch potenzielle Verkaufsartikel betrachtet. Sie retten nur Leben, weil sie davon profitieren. Ein gerettetes Leben ist quasi ein wiederkehrender Kunde, wobei natürlich der Tod eines Klienten ebenfalls Geld in die Kasse spült. Zum Beispiel in Form von Organ, Implantat weiterverkauf. Nur hier ist der Gewinn deutlich geringer. Ein Notverdienst kann es sich nicht leisten, seinen Managern Gründe zu liefern, dessen Kunden für kurzfristige Überraschungsgewinne umzubringen. Sicher werden sie jetzt Gegner, dass medizinisches Personal auch immer auf hippokratischen Eid geleitet wird. Ich bitte sie. Ja, Bruder, ist ja bei uns auch schon reingeschissen. Na, so oft wie in deutschen Chatten erwähnt wird, denke ich, wir sind in Deutschland. Ich hab's auch nicht mitlesen, ne? Also jetzt bin ich schon wieder komplett raus. Cyberanwirkung und Hinwirkung. Viele Menschen glauben, dass wir in einer Zeit leben, in der das Wort unmöglich absolut geworden ist. Ripper Dogs sind in der Lage, fast jedes Körperteil durch künstliche Implantate zu ersetzen, vom großen Zeh bis zu bestimmten Bereichen des Nervensystems, Penis. Dennoch haben wir meine Jahre beim Traumateam gelehrt, dass unmöglich nach wie vor sehr möglich ist. Selbst heute, kurz vor Ende des 21. Jahrhunderts, sind medizinische Kräfte wie wir nicht in der Lage, sämtliche Nebenwirkungen der kybernetischen Elemente in unseren Körpern zu eliminieren. Jeder sollte heutzutage mit der Krankheit vertraut sein, die als Cyberpsychose bekannt ist. Aber damit endet es nicht. Obwohl der medizinische Fortschritt das Auftreten dieser Krankheit im großen Teil unseres Jahrhunderts auf ein Minimum reduzieren konnte, gibt es bis heute in kleineren Bevölkerungsteilen Fälle von Cyberbeabstoßung. Bei diesen wenigen Unglücklichen können diverse Komplikationen auftreten. Allerdings kommen die folgenden am häufigsten vor. Immunreaktion. Der Körper stößt das Implantat ab, wodurch kontinuierlich Narbengewebe wuchert, was zu Schmerz und Entzündung des umliegenden Gewebes sowie möglichen Störungen des Tech-Schaltkreises führen. Ah, stand Penis im Text oder hast du das einfach? Ich habe es einfach gelesen. Ja, einfach gesagt. Psychologische Nebenwirkungen. Also das jetzt im Endeffekt, wenn du Cyberpsycho wärst oder auf dem Weg dahin. Neurologische Implantate besitzen das Potenzial, unvorhersehbare Veränderungen im Gehirn hervorzurufen. Mögliche Nebenwirkungen beinhalten Depression, Apathie, Halluzinationen sowie der plötzliche Anstieg suchtinduzierter Verhaltensweisen wie zum Beispiel Wetten. Monte.
Implantate über Abhängigkeit. Die Verwendung bestimmter synthetischer Körperteile über einen längeren Zeitraum kann die Hirnchemie so verändern, dass sie sich an bestimmten Implantaten gewöhnt. Manche Berichte sprechen von permanenten Erblindungen, nachdem Patienten versuchen, ihre Kiroshi-Optik durch andere Modelle zu ersetzen. Als wenn du dir einen fucking iPhone holst, Digga, und wenn du dann ein anderes Handy benutzt, Digga, fallen deine, gammeln deine Hände ab, weil da iPhone irgendwas Komisches drauf gemacht hat. Was können wir als Konsumenten und Mediziner angesichts dieser bekannten Risiken tun? Uns ganz von kybernetischer Verbesserung fernhalten, weil eine Chance von 0,5% besteht, dass wir unser Augenlicht verlieren oder unsere gesamten Ersparnisse lieber ins Casino verspielen? Die Antwort ist ein klares Nein. Cyber-Technologie verbessert und erweitert die menschliche Biologie so enorm, dass all dieses, was wäre, wenn Argumente unserem besten Interesse entgegenwirken. Der beste Rat, den ich zur Minimierung des Risikos geben kann, ist dieser. Lesen Sie vor der Installation die technomedizinischen Profile sämtlicher Cyber, die Sie erwerben möchten, gründlich durch. Erste Stealth Mission. Wie hast du dir das denn jetzt vorgestellt? Ich bin an Rambo gewöhnt, ja. Lass mich. Ja, ist ehrlich so. Ein bisschen gepickt. Das ist aber schnell. Ich werde jetzt auch nicht weitergehen, ich bin nur mal. Ah, okay, hier geht's weiter.
Wenn du willst, was looten. Jetzt können wir halt noch viel krassen Shit mit unseren Hacker-Sachen machen. So Überlastung initiieren und so eine Sachen. Machen jetzt halt Sinn. Weil wir dann Leute irgendwo hinlocken können, wodurch wir andere Leute halt sneaky ausschalten können. Ich möchte jetzt so viele Leute wie möglich sneaky ausschalten. Ich dachte, das scheitert ihn aus. Ich fress Blei zum Frühstück. Uns gehen hier die Optionen aus. Bug, du siehst doch alles. Gib mir was. Der Raum, in dem er ist, hat den Balkon. Fenster links von uns. Gib mir 2 Sekunden fürs Schloss. Verwandte! Okay, hab die Tür gehackt. Passt auf euch auf. Da sind noch mehr Scans. Keine Bewegungen auf den Sensoren sichtbar. Ihr habt ihn erledigt. Die Luft ist rein. Scheiße. Wo zum Teufel ist unser Ziel? Seht euch um. Sie muss hier irgendwo sein. Ich hab gedacht, das Messer tötet ihn direkt so. Das macht ja einfach Schaden. Schmerzeditor und die Sterblichkeitsrate. Einführung. Das Implantat, weithin bekannt als Schmerzeditor, ist die Cyberwelt, die Schmerzen reduziert und sogar völlig eliminiert. In gewissen Kreisen von Night City erfreut es sich seit Jahren ungehemmter Beliebtheit, vor allem bei Söldnern. An dieser Testgruppe führt Zetotech Tests mit folgenden Resultaten durch. Alles klar. Der Schmerzindikator ist ein neuraler Co-Prozessor, der die Signale der Nozizeptoren an die Parietallappen des Gehirns unterdrückt und beim Nutzer so Schmerzfreiheit evoziert. Hinweis: Einige Modelle reduzieren außerdem Müdigkeitssymptome. Die vorteilhaften Effekte des Schmerzeditors ähneln in gewisser Weise den Symptomen der Hypästhesie, die zu besserer Widerstandsfähigkeit gegen körperliche Folter sowie die Fähigkeit führt, Unschmerz zu ignorieren, um vorübergehend in Lage zu sein, die Grenzen des Menschseins auszuweiten. Allerdings zeigen einige Studien, dass der Schmerzeditor eine Reihe unerwünschter Nebenwirkungen hervorrufen kann. Zum Beispiel kann es vorkommen, dass Nutzer im Eifer des Gefechts nicht bemerken, wie schwer sie verwundet sind, sodass sie weitermachen, obwohl sie dringend medizinische Versorgung benötigen. Die Statistik bestätigt zudem die Theorie, dass die Verstärkung durch den Schmerzeditor dazu führt, dass Benutzer weiterkämpfen, obwohl die rationale Entscheidung, um den Tod zu entgehen, ein Rückzug wäre. Seit 2020 liegt die Sterblichkeitsrate bei Schmerzeditor-Besitzern bei über 60%. In diesem Bericht befasse ich mich mit der Frage, wie man Zetatech-Kunden besser vor einem vermeidbaren Tod durch unsachgemäße Anwendung unseres Schmerzeditors schützen kann. Ich denke, der Fetzer hat auch so ein Ding drin gehabt, ne? Also sonst wird er ja nicht mit einer Axt im Kopf rumlaufen. Also wenn du mich jetzt fragst. Kartenspiel. Hält das Ding hier an? Schade. Naja, was für reiche Wichser, die haben einfach ein paar Automaten, die drin stehen. Nachrichten.
Bezahl oder dein Kopf explodiert. Hey Kumpel, heute ist dein Pechtag. Du fragst dich bestimmt, wer ich bin. Tja, ich bin ein Voodoo-Boy. Hast sicher von uns gehört. Weißt du noch, als du das letzte Mal im Netz warst? Ja, ich auch. Ich habe deinen Co-Prozessor gehackt und eine kleine Überraschung für dich installiert. Also mach besser, was ich dir sage, sonst machst du Rums in deiner Birne. Laber nicht. Die können dich einfach hacken und dir dann ein Virus in deinen Kopf ballern. Ich denke, 1000 Euro Dollar sind eine gute Summe, um deinen Kopf an Ort und Stelle zu halten. Wenn du zahlst, deinstalliere ich meine Überraschung. Wenn nicht, jag ich deinen Kopf in die Luft. Aber wenn du vorher den von der Person, die du am meisten liebst. Ah, wenn du das NCPD rufst, jage ich deinen Kopf zweimal hoch. Du hast 2 Tage zu bezahlen. Ich weiß, dass du das liest, weil ich eine Spionagekamera in deine Optik eingebaut habe. Was für ein Wichser, Digga. Hunger, Bruder. Wir haben das hier gerade gemeinsam gelesen. Der Preis ist nicht verhandelbar, Kumpel, also antworte gar nicht erst. Bezahle einfach und du wirst überleben. Der will ihn jetzt schon zweimal den Kopf runterballern, ne? Implantate billig, billig, billig. Cyberware, Riesenrabatte auf Secondhand-Cyberware, nicht verpasst, Angebot heute, plastische Sinthaut, rosa, Amtgröße M, zweite Generation, nur eine Woche getragen, wie neu, Haut, Echhaare, grün, schulterlang, selbstleuchtend, zweite Generation, mittlerer Gebrauch, gelegentliches Flimmern, gleich der Geruch nach Zigarettenrauch, hat Flimmern? Metallfüße, Chrom unlackiert, Herrengröße 8, erste Generation, leichter Rost durch Kontakt mit Seewasser, Preisnachlass aufgrund fehlender Besitzurkunde. Synthetischer Wadenmuskel, rot, ohne Verpackung wie neu, zweite Generation Nachrüstung, passend zu älteren Gelenkmodellen. Nur solange der Ford reicht, dranbleiben für die neuesten besten Deals. Aus Schutz, in Gefahr, Night City, sitzt dir ein Stalker am Nacken, ein Killer, der es auf dich abgesehen hat, wirft dir irgendein viel komische Blicke zu, schlechte Vibes zu, oder willst du deine persönliche Sicherheit einfach aufpolieren? Die Animals beschützen dich. Die stärksten überleben. Das einzige Gesetz, das in Night City zählt, heure uns an und wir zerlegen deinen Feind. Dass du es ernst meinst. Wir zeigen deinen Feind, dass du es ernst meinst. Wir beschützen dich, dein Haus, dein Büro, dein Besitz. Wenn es sein muss, klopfen wir sogar für dich an die richtige Tür. Werde zum König des Dschungels, sag ja zu den Animals. Digga. Also das ist ja krass, Junge. Das ist ja ultra.